Zu Gast bei Das ganze Bild Professor Norbert Bolz, Medienwissenschaftler. Er hat zuletzt unterrichtet an der Technischen Universität in Berlin. Wir reden über Al Gore, Greta und den Papst und warum am deutschen Wesen die Welt genesen soll oder auch nicht und warum die Zwangsabgabe für Zeitungen, die jetzt kommen wird, keinen Erfolg haben wird. Fridays for Future, selbstverständlich, das ist eine Luxusgemeinschaft und das sind verwöhnte Kinder, denen es zu gut geht, hätte man früher gesagt. Diese linke Intoleranz ist eigentlich auch so eine Art Grundtenor in den letzten Jahrzehnten. Und auch, wenn Sie so wollen, demokratische Meinungsbildungen zu unterdrücken, wenn Sie das Falsche unterstützen. Rechte Meinungen darf man unterdrücken, auch wenn sie mehrheitsfähig sind. Linke Meinungen muss man immer unterstützen. Die Journalisten würden also vom Berichterstatten zum Aktivismus wechseln und würden das auch noch als Inbegriff ihres Ethos begreifen, dass die Journalisten jetzt schon seit geraumer Zeit im Grunde auf Regierungslinie sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das ganze Bild. Ich spreche heute mit Herrn Professor Norbert Bolz. Herzlich willkommen. Sie haben 2010 zum menschengemachten globalen Klimaerwärmung gesagt, das sei für die Menschen sowas wie Religion, wie ein Glaube, wie ein Kult. Und Sie haben gesagt, Al Gore ist der Papst. Wer ist dann, ich möchte sagen in Gottes Namen, Greta Thunberg heute? Wenn damals Al Gore schon der Papst war. Ja, man müsste tatsächlich ein bisschen revidieren, weil Al Gore doch nicht so stark gewirkt hat, auch nicht annähernd so stark gewirkt Deswegen hat wie Greta. Deswegen frage ich im Verhältnis zu Greta. Das ist absolut richtig. Nein, diese Heiligenverehrung, die wir seit einigen Monaten erleben um Greta herum, das ist natürlich ein vollkommen neues Phänomen. Und erst jetzt wird für jeden, glaube ich, deutlich, dass die Klimakatastrophendiskussion eine Art ersatzreligiöse Funktion hat. Das spürt man eben an diesem Kult, an dieser heiligen Verehrung, die ja nun buchstäblich auch vor den berühmtesten Leuten nicht aufhört, wenn man daran denkt, dass sie ja nicht nur vor der UN gesprochen hat, vor dem Europaparlament, dass Juncker ihr die Hand geküsst hat und der Papst ihr eine Audienz gegeben hat. Mit Barack Obama scheint sie sehr gut zurechtzukommen, aber auch mit allen Celebrities dieser Welt, mit den Hollywood-Stars dieser Welt. Es gibt Geistliche, die sie auf die Ebene von Jesus gehoben haben. So eben, in der Tat. Also auch in Deutschland gab es Kirchenvertreter, die meinten, sie würden Jesus beim Einzug in Jerusalem wiedersehen. Da wird es natürlich so grotesk, dass man es nicht mehr ernst nehmen kann. Aber ernst zu nehmen ist tatsächlich, denke ich, dass die grüne Bewegung insgesamt und die Klimabewegung ist ja nur die Spitze dieser grünen Bewegung, ein Vakuum ausfüllt, ein Vakuum des religiösen Bedürfnisses. Denn alle anderen religiösen Angebote, gerade die traditionellen, etwa von der christlichen Kirche, die sind nicht mehr attraktiv genug. Das ist ein Thema, das würde ich gleich noch berühren wollen. Mhm. Die Frage zunächst ist, wenn man sagt, das ist eine religiöse Bewegung, dann meinen die einen das polemisch, aber das kann man auch sehr ernsthaft meinen. Und deswegen die Frage, worin sehen Sie konkret, was sind die religiösen Züge dieser Bewegung? Weil es die meiner Meinung nach auch deutlich hat. Nun, eine sehr handfeste Dimension dieser religiösen Bewegung, grün, wenn Sie so wollen, ist natürlich, dass sie eine apokalyptische Drohung verknüpft mit der konkreten Verheißung einer Rettung. Das ist eigentlich das ideale Angebot, nicht? Man sagt, es ist 5:05, die Katastrophe ist sehr, sehr nah. Es sei denn, es kommt zu einer totalen, wie man bei Theologen sagen würde, Metanoia, einem vollkommenen Umdenken, einem auf den Kopf stellen der bisherigen Verhältnisse. Dann ist die Rettung nach wie vor möglich. Und nun kommt das wirklich Attraktive an dieser religiösen Bewegung. Du selber kannst konkret etwas dafür tun, damit die Welt doch noch gerettet wird. Das ist eigentlich ein fantastisches Angebot. Du kannst im Alltag Schritte unternehmen, um das absolute Unheil, das uns allen droht, abzuwenden. Also man hat die apokalyptische Drohung und die Möglichkeit der Rettung, an der sich jeder Einzelne beteiligen kann. Sehr viel mehr kann man eigentlich nicht
bieten als Religion. Und einen wahren Propheten. Und man hat natürlich auch die entsprechenden Propheten. Man hat eine Heilige, die man verehrt. Und das sind alles Dinge, die den Menschen offenbar sehr fehlen und die sehr, sehr deutlich zeigen, dass Aufklärung zwar etwas ist, worauf eine moderne Gesellschaft nicht verzichten kann, aber dass die konkreten einzelnen Menschen offenbar mit einem aufgeklärten Weltbild nicht glücklich werden. Also sie brauchen sehr, sehr viel mehr. Also das kann man, ich glaube, das kann man deutlich sagen. Die These vertrete ich auch immer. Jeder Mensch glaubt an irgendetwas. Da ist kein Vakuum. Bei keinem Menschen ist an der Stelle ein Vakuum. Das füllt sich immer mit irgendetwas. Die einen Menschen glauben an Gott und die anderen glauben eben dann an Greta. Wenn wir sagen, das ist jetzt eine Ersatzreligion, wie viel Raum hat die schon genommen? Das kann man ja fast auch schon an den Wahlergebnissen ablesen. Natürlich ist Deutschland wie immer, wenn es ums Gutmenschentum geht, Weltspitzenreiter, also Weltmeister, wenn man so will, und dann natürlich auch Weltmeister in der Greta-Verehrung beziehungsweise in diesem Klimakult. Aber man muss sehen, dass das auch in anderen westlichen Ländern schon sehr weit um sich gegriffen hat. Nicht in ähnlich fanatischer Form wie in Deutschland, aber doch auch sehr, sehr grundlegend. In den USA jetzt nicht, so muss man sagen. Also die Ankunft von Greta dort mit ihrem Multimillionen-Yacht war ja hier groß gefeiert, aber da drüben... War das nicht ist das so eher eine Sache der politischen Elite und der Celebrities, nicht? Also mit den großen Hollywood-Schauspielern kommt sie offenbar auf eine Augenhöhe und mit den großen Politikern unserer die Zeit. Die alle Privatflugzeuge haben, um so irgendwo hinzufahren. So ist das allerdings und wahrscheinlich auch, um Greta zu treffen, mit dem Privatflugzeug hingeflogen sind. Auf der Ebene erreicht sie natürlich alle. Und sie, wie gesagt, was kann man mehr erreichen als eine Audienz beim Papst oder ein Handkuss von Juncker? Den Handkuss von Juncker mit jetzt ganz so rein. Ja, aber ich meine, es ist natürlich zum großen Teil auch ein Elitephänomen. Ja. Nur kann man in Deutschland schon sehr, sehr deutlich sehen, dass dieses ersatzreligiöse Angebot hier auch breite Massen erreicht. Interessanterweise eben gerade Bildungsbürger, also Leute, die erstens gebildet sind, andererseits reich sind, also denen es sehr, sehr gut geht. Wir wissen ja alle, dass die Grünen eigentlich die Partei der Wohlhabenden ist. Und die ganzen Klimahüpfer, die freitags nicht zur Schule gehen, auch alles eher gehobene Mittelschicht. Fridays for Future, selbstverständlich, das ist eine Luxusgemeinschaft und das sind verwöhnte Kinder, denen es zu gut geht, hätte man früher gesagt. Auf eine sehr selbstironische, aber gleichzeitig wahre Weise steht das auch auf dem Twitter-Account von unserer Luisa, der deutschen Führerin dieser Bewegung, die dann auch schreibt, sie ist eigentlich ein verwöhntes Kind reicher Eltern. Die keine echten Probleme mehr haben. Eigentlich keine echten Probleme. Sie meint es natürlich selbstironisch, aber in Wahrheit ist es auch die Beschreibung dieser Bewegung. Und das Interessante an der ganzen Sache ist eben, dass da tatsächlich eine Lehre ausgefüllt wird, die entstanden ist in dem Augenblick, in dem andere ideologische Angebote Schiffbruch erlitten haben. Und das wollte ich gerade fragen. Wenn wir andere Angebote ansprechen, mal so ganz allgemein, warum erreichen, wir waren bei dem Thema Religion und Glaube, warum erreichen die Kirchen die Menschen nicht mehr offensichtlich? Ja, ich denke, es hat zwei Gründe. Zum einen ist die dogmatische Dimension der christlichen Religion sehr anspruchsvoll. Und sie ist auch in der Tat verknüpft mit bestimmten Anforderungen an das eigene Selbstverständnis, das, was mit modernem Hedonismus schwer vereinbar ist. Gleichzeitig aber auch gibt es die Eigentore, die vor allen Dingen die evangelische, aber zum Teil auch mittlerweile schon die katholische Kirche schießt, indem sie sich seit vielen Jahrzehnten schon immer mehr anpasst an den Zeitgeist. Sind ja bei der ganzen Debatte vorne mit dabei. Genau, sie sind eigentlich von den Grünen gar nicht mehr zu unterscheiden, jedenfalls die evangelische Kirche. Und das kann man sehr, sehr gut ablesen an den beiden letzten Päpsten. Papst Benedikt war ein Dogmatiker im guten Sinne, jemand, der die Bibel kannte, der sie ernst nahm und der sogar bereit war, das Christentum als eine Sekte des 21. Jahrhunderts zu verstehen, um nur die Wahrheit des Christentums zu bewahren.
Mit Franziskus hat man genau das Gegenteil dann als Nachfolger genommen. Jemand, der wirklich auf der Welle des Zeitgeistes reitet, der im Grunde nur das Sozialevangelium ins Zentrum stellt und alles andere ignoriert und damit eben dann tatsächlich auch auf eine breite Resonanz in all diesen grünen Bewegungen trifft. Aber das Entscheidende, denke ich, ist eben, dass das Leute sind, die früher ja ein ganz anderes Angebot akzeptiert haben, nämlich das des Neomarxismus. Und das hängt natürlich mit dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums zusammen und letztlich auch mit dem Fall der Mauer, seit dieses Angebot in sich zusammengebrochen ist, gibt es ein gigantisches ideologisches Vakuum. Und man muss den Grünen zugestehen, dass sie mit diesem Doppelangebot Apokalypse plus Rettung einen wirklich viele überzeugende... Ja, das ist ein Knüller, das muss man sagen. Und das ist für viele Leute begeisternd, weil man eben selber anpacken kann. Also man kann selber etwas zur Rettung der Welt tun. Wobei, wenn ich jetzt auf Extinction Rebellion zu sprechen komme, der Sprecher dort in England ja gesagt hat, Lösung ist möglich, aber nicht mehr mit demokratischen Mitteln. Ja. Also das heißt, die entwickeln sich dort schon als etwas, das tatsächlich unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung substanziell in Frage stellen. Mich hat das ehrlich gesagt gar nicht überrascht. Diese linke Intoleranz ist eigentlich auch so eine Art Grundtenor in den letzten Jahrzehnten. Und was das Interessante ist, Sie können es rückverfolgen bis zu einem der Urväter der 68er-Bewegung, nämlich Herbert Marcuse. Der hat einen unglaublich wichtigen Text damals produziert mit dem Titel Repressive Toleranz und damit zum Ausdruck bringen wollen, es gibt eine Berechtigung, bestimmte Meinungen zu unterdrücken und auch, wenn Sie so wollen, demokratische Meinungsbildungen zu unterdrücken, wenn Sie das Falsche unterstützen. Das Heil nicht fördern. Wenn Sie das Heil nicht fördern, wenn Sie die falsche Meinung vertreten, während man umgekehrt, und das sind immer die Rechten. Marcuse war da noch sehr, sehr ehrlich moderat. Und offen. Ja, oder sagen wir offen. Ja. Er war nicht moderat, er war aber ehrlich und offen und hat gesagt, rechte Meinungen darf man unterdrücken, auch wenn sie mehrheitsfähig sind. Linke Meinungen muss man immer unterstützen. Und ich glaube, das ist mit auch das Selbstverständnis vieler Linker, nicht aller, aber sehr vieler Linker, dass man sagt, wir haben auch eine pädagogische Funktion. Also man muss das Volk an der Hand nehmen, man muss es erziehen. Es weiß oft nicht, was es wirklich will oder was gut für es ist. Und dieser, wenn Sie so wollen, linke Paternalismus, der dringt hinein bis in diese neuen Jugendbewegungen, sodass sich diese Gymnasiasten tatsächlich auch als Pädagogen von Deutschland empfinden und glauben zu wissen, was das Beste für uns alle ist, selbst wenn die Mehrheit sich dagegen entscheiden sollte. Sie haben ein Furor entwickelt, den ich, wenn man mit Einzelnen spricht, die Gelegenheit habe ich auch gelegentlich, der beängstigend ist. Der kommt aber jetzt natürlich nicht nur aus der Wissenschaft, sage ich mal. Die haben sich wissenschaftlich damit auseinandergesetzt und stellen fest, oh Gott, die Welt geht unter. Ich habe das hier dokumentiert. Sondern jetzt sind wir bei der Rolle der Medien, ohne die das Ganze nicht denkbar wäre. Das ist klar. Die Medien haben da eine Doppelfunktion. Zum einen die ganz normale Logik der Massenmedien. Nichts ist besser für Massenmedien als Katastrophen, Sensationen, Skandale. Und die maximale Katastrophe ist der Weltuntergang oder doch wenigstens ein Krieg. Und das sind immer die Hochzeiten der Massenmedien. Das ist das Normale und das war schon immer so. Was aber hinzukommt, ist sicher auch schon seit einigen Jahrzehnten, aber doch eben verstärkt erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass auch Vertreter der Massenmedien, vor allen Dingen auch wiederum in Deutschland, das Gefühl haben, sie müssten mehr tun, als zu berichten über die Welt, sondern sie müssten eben auch einen Erziehungsauftrag. Und diese Vorstellung des Journalisten als Oberlehrer der Nation, das ist etwas, was tief verankert ist heutzutage, gerade in den öffentlich-rechtlichen Medien, sodass es da ein wunderbares Zusammenspiel gibt. Dieser das hat sich aber entwickelt. Also das war nicht immer so. Also wir hatten, wir hatten mal Berichterstattung von Journalisten und wir haben jetzt politische Aktion von
Menschen mit der richtigen Haltung, die selber Aktion oder richtig, das ist wahr, dass in der Tat man das Gefühl hat, die Journalisten würden also vom Berichterstatten zum Aktivismus wechseln und würden das auch noch als Inbegriff ihres Ethos begreifen. Ein Stichwort, das in letzter Zeit dann gerne gebracht wird, ist Haltung. Ja, also der Journalist zeigt Haltung. Das soll offenbar heißen, er wechselt die Seiten. Er ist nicht mehr Journalist, sondern er ist Aktivist. Das ist natürlich eine völlige Verkennung dessen, was Journalismus eigentlich ausmacht. Aber diese Form ist besonders in Deutschland traditionell schon ausgeprägt. Ja, es setzt natürlich an der Stelle an zu sagen, es gibt eben eine richtige Haltung und eine falsche. Wie Sie gesagt haben, die Linke ist grundsätzlich richtig, die Rechte ist grundsätzlich falsch. Insofern wähnen die sich natürlich auf der Seite des Wahren und des Guten. Ich glaube, das ist auch mit das Gefährlichste an der ganzen Sache. Würde dahinter nur so eine große organisierte Bösartigkeit stecken, wäre das kein Problem. Ja, dann könnte man sagen, Heuchelei oder wir werden euch entlarven. Das Schlimme an der Sache ist, die glauben wirklich dran. Also sie haben tatsächlich das Gefühl, man müsste die Deutschen erziehen oder die ganze westliche Welt soll ja mittlerweile erzogen werden. Und wir als Deutsche sollen da die Vorreiter sein. Wir sollen ja auch überall vorangehen, die Ersten sein. Am deutschen Wesen Vorbild. Soll die Welt genesen. So hieß das früher, leider Gottes. Und da sind die wieder. Da sind wir leider Gottes wieder angelangt. Und dieses Zusammenspiel, wenn Sie so wollen, einerseits der politischen Linken auf der einen Seite, die sich als Präzeptor Germaniae versteht, und auf der anderen Seite der Journalisten, die sich als Oberlehrer verstehen, das ist das Neue. Und das hängt daran, dass die Journalisten jetzt schon seit geraumer Zeit im Grunde auf Regierungslinie sind. Das ist etwas, was für jemand Älteren wie mich etwas Neues ist. Ja. Denn ich war es bisher gewöhnt, dass Journalisten kritisch sind. Und zwar kritisch mit der dominierenden Politik, also mit der herrschenden Regierung. Und wir machen ja jetzt mittlerweile seit Jahrzehnten die Erfahrung, dass der Mainstream der Journalisten im Grunde Propaganda. Wir haben eine Menge Regierungssprecher. Ja. Sie wollen, das scheint auch das Berufsziel sehr vieler prominenter Journalisten zu sein, irgendwie Regierungssprecher zu sein. Irgendwann mal ein Seibert werden. Ja, genau das. Er hat das vorgemacht, wie man es macht. Aber mittlerweile gibt es so viele ähnliche Fälle. Also ich will gar keine Namen nennen. Jeder kann sie sofort selbst sich vergegenwärtigen. Also Leute, die im Grunde auf Merkels Schoß sitzen oder da sitzen wollen. Und das ist natürlich eine traurige Entwicklung. Man darf selbstverständlich die Journalisten nicht über einen Kamm kehren. Das ist ganz klar. Es gibt hervorragende Leute, nach wie vor brillante Journalisten. Und ich habe selbst bei Twitter mal den Vorschlag gemacht, lasst uns gemeinsam mal eine Liste wirklich noch hervorragender Journalisten machen. Die Todesliste. Das wäre dann vielleicht für die eine Todesliste. Aber es gibt sie ja wirklich. Es gibt immer noch brillante Köpfe. Und nicht zuletzt deshalb kann man sich ja auch immer noch eine alternative Meinung bilden. Denn wir können ja auch nicht als Einzelpersonen die Welt anders analysieren, als es die Medien machen. Ich bin genauso auf Massenmedien angewiesen wie jeder andere auch. Aber man hat eben, Gott sei Dank, im Zeitalter der Online-Medien die Möglichkeit, eine Fülle von alternativen Quellen anzuzapfen. Solange der Online-Bereich frei und unzensiert bleibt, das muss man ehrlicherweise sagen, weil da sind wir ja auch schon große Schritte vorangegangen. Mhm. Wir sind beim Rundfunk gewesen, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich glaube, wir machen den Absatz kurz. Richtig neutral sind die nicht mehr. Ja, das ist richtig. Ja. Das kann man so feststellen. Ja. Das ist leider Gottes so. Ich zögere immer bei bestimmten Stichworten, da sofort zuzustimmen. Lügenpresse, Staatsmedien und ähnliches mehr. Das ist ein bisschen zu pauschalisierend. Aber leider Gottes machen sie es einem von Tag zu Tag schwerer, diese Begriffe zurückzuweisen. Vor allen Dingen die unendliche Staatsnähe des Öffentlich-Rechtlichen, vor allem die Regierungsnähe, was noch viel schlimmer ist, der öffentlich-rechtlichen Medien, ist wirklich deprimierend. Und das mittlerweile hat das ja ein Ausmaß angenommen, dass man kein Medienwissenschaftler mehr sein muss, um das zu erkennen. Jeder, der das als unbefangen ist, merkt das an jeder Tagesschau, an jedem Heute-Journal. Ich habe das Wort Lügenpresse nie benutzt. Vernünftigerweise. Ich sage aber, die größte Unwahrheit ist das, was nicht berichtet wird. Lügenpresse ist präziser. War auch immer mein Vorschlag, dass das ein klügeres Wort ist, denn das stimmt. Wobei man natürlich davon ausgehen muss, dass jede Sendung, jede Zeitung als das Resultat von Selektionen ist, von strenger Auswahl, berichtensweise. Das ist denklogisch. Nur hat man eben das Gefühl, es gibt mittlerweile Vorschriften, was
auszulassen ist und was nicht. Und ich glaube, es ist der Paragraph 22 dieses Regelwerks, das sich die deutschen Journalisten gegeben haben, in dem dann beispielsweise steht, es müsste schon ein besonderer Anlass dafür da sein, dass man über irgendwelche Gewalttäter Nationalität angibt, Herkunft. Ich glaube, das Oberstichwort dazu ist die Framing. Also man nimmt die Einzelfälle aus dem Kontext heraus, dann ist der Kontext nicht mehr da und dann sind sie nicht mehr bedeutend, wenn man sie zusammenpuzzelt. Das ist wie ein Puzzleteil. Genau. Jedes einzelne Puzzleteil ist für sich unbedeutend. Genau. Das ganze Bild kann man nur sehen, wenn man sie zusammen sieht. Das ist wahr. Also das ist, glaube ich, die große Geschicklichkeit, die gerade die öffentlich-rechtlichen Medien da auch an den Tag legen, dass sie die Notwendigkeit der Selektion gewissermaßen umwenden in eine geschickte Auswahl dessen, was konform ist mit dem Regierungsprogramm. Ich möchte auf ein anderes Thema noch kurz kommen, und zwar ist ja jetzt die öffentliche Debatte darüber begonnen, beziehungsweise eigentlich hat keine öffentliche Debatte begonnen, aber der Bundestag schickt sich an, nicht nur ein öffentlich-rechtliches Fernsehen haben zu wollen, sondern jetzt auch, ich sage mal, öffentlich-rechtliche Zeitungen, wenn es darum geht, zig Millionen, am Anfang war von 100 Millionen, vielleicht sind es im Moment auch erst nur 40 oder 50 Millionen, soll aufgestockt werden, für die Zeitungsverlage zur Verfügung zu stellen. Was ist das für eine Entwicklung, die da auf uns zukommt? Da würde ich mir keine Sorgen machen, das geht schief. Dann bin ich ja beruhigt. Denn das würde ja immer mehr in Richtung Parteizeitung gehen oder offizielle Regierungszeitung. Und das interessiert die Leute nicht. Der Unterschied zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist ganz schlicht der, hier werden wir gezwungen zu zahlen. Wir werden gezwungen, wenn Sie so wollen, uns das Programm dann auch bieten zu lassen, weil wir zwangsläufig dafür zahlen. Während wir für diese Zeitungen ja nicht zahlen müssten. Wir werden ja nicht gezwungen, sie zu kaufen. Also im Prinzip sagen Sie, die können gar nicht so viel Steuergelder dazu schießen, wie die Zeitungen an freien Käufern verlieren werden. Genau. Insofern erledigt sich das Problem. Es erledigt sich von selbst. Ja. Dann irgendwann selbst. Okay. Ja. Dann eine ganz kurze Frage zum Abschluss. Was sehen Sie als die größten, die schwerwiegendsten Probleme unserer heutigen Demokratie? Eben das Misstrauen in die formale Demokratie selbst. Also dass man, gerade weil man mit heißem Herzen seine politischen Themen vorträgt, weil, wie Hegel so schön gesagt hat, weil das Gesetz des Herzens in den Wahnsinn des Eigendünkels umschlägt. Und das passiert Tag für Tag, eben bei allen Themen, die von den Linken angepackt werden oder die in die Öffentlichkeit gebracht werden. Gerade deshalb kommen immer mehr dieser Leute zu der Überzeugung, mit Demokratie, so wie wir sie kennen, kommen wir nicht weiter. Also wir bräuchten Alternativen dazu. Das heißt, letztlich steht die formale Demokratie, die wir genauso brauchen als formale Demokratie, die steht immer mehr, wie soll man sagen, in Zweifel. Zur Disposition. Die steht zur Disposition. Und man arbeitet auf intelligente Weise, muss man zugeben, an Möglichkeiten, diese formale Demokratie auch ein bisschen zu umgehen. Okay, und jetzt in zwei Sätzen, wie lösen wir das? Lösungen habe ich eigentlich kaum parat, außer den trivialen Aufklärung. Aber im Grunde bin ich optimistischer als vielleicht vieles, was ich bisher gesagt habe, klingt, weil ich davon ausgehe, dass doch die Digitalisierung aller unserer Lebensverhältnisse immer mehr Menschen unabhängig macht in ihrer Urteilsbildung von den öffentlich-rechtlichen Medien und auch immer mehr unabhängig macht von der Propaganda der Regierung, sodass also das selbstständige Urteil und auch die Community-Bildung von Leuten, die andere Meinungen haben und die auch ein bisschen entwickeln wollen, dass die immer einfacher, immer leichter geht und dass im Grunde in dem Augenblick, in dem die, die heute noch jung sind, wenn sie so wollen, die tragende Schicht unserer Bevölkerung ausmachen, im Grunde diese Phantomschmerzen, die wir Älteren noch verspüren heute, schon erledigt sind. Dann frage ich Sie beim nächsten Mal, wie das mit den Algorithmen ist und mit der Steuerung des Internets, mit der freien Meinungsbildung dort. Das wäre entstanden, das wäre ein großes weiteres Thema. Da setzen wir das Gespräch gerne ein anderes Mal fort. Können wir gerne Heute machen. Bedanke ich mich fürs Kommen. Gerne. Und Ihnen fürs Zuschauen.